hatte, habe ich die Sau endlich auf der Bühne bekommen. Danke. Du bist wahrscheinlich der beste Sänger in diesem Wettbewerb. Das muss man dir mal ganz klar sagen. Danke schön. Für Jonathan läuft Helden von Morgen perfekt. Ja. Echt Ulle, und ich bin zu Little gekriegt, What Do You Want From Me von Adam Lambert. Das hört genauso ein Mittelding zwischen Rock, aber ein bisschen ruhigere Nummer. Und ich bin halt voll zufrieden und das ist mein Leben für Freitag. Doch dann der Absturz. Die Freude weicht der Sorge. Jonathan passiert, wovor jeder Künstler die meiste Angst hat. Ich hab dich husten hören. Ja. Bist du krank? Ich bin krank, ja. Mir geht's nicht gut. Okay. Leg dich ins Bett und quatsch nicht. Okay. Ja? Passt. Dann wünsche ich dir gute Besserung. Geh ja weg von mir. Ich bin krank, hab Fieber. Ja, also die Ärzte haben gemeint, ich hab angeschwollene Mandeln und einen sehr entzündeten Hals. Es ist so, dass mir wirklich sehr dreckig geht, aber bis Freitag wird es hoffentlich hinhauen. Im Lied, das Jesse ausgesucht hat, gibt es viele hohe Töne, die man nur treffen kann, wenn man topfit ist. Jonathan hat keine Chance. Fieber habe ich halt. Hast du halt. Da musst du ja ins Bett eigentlich. Geh ins Bett. Tschüss. Also es ist jetzt echt nicht mehr viel Zeit bis Freitag und jetzt wird es halt schon langsam eng. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll. Das Problem ist halt, wenn du erkältet bist, du kannst deine Stimme nicht kontrollieren. Da läufst du immer Gefahr, dass der Ton wegrutscht. Deswegen schauen wir mal. Ich hoffe das Beste. Ich bin schon sehr verärgert über den ganzen Scheiß und das macht mich jetzt schon ein bisschen fertig in der Nacht, auch wenn ich dann das Lidl anhöre und denke so, die anderen sind haben schon Choreografie gemacht, haben schon das gemacht und ich liege da im Bett und schlafe praktisch dahin. Trainiert von Jessica Walz. Hier ist Jonathan Reiner. Ja, also mir geht's super, aber Stimme ist halt noch nicht hundertprozentig da, aber ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben. Da
Das hat man gehört. Also meiner Meinung nach hat man gar nichts gehört von Grippe und Stimmenversagen. Jessica, wie zufrieden bist du mit Jonathan? Ja, ich bin den Umständen entsprechend sehr, sehr zufrieden. Ich finde sehr, sehr gut, wie der hinten raus Why You Are For Me schön rausgerotzt hat. Wunderbar. Du hättest es natürlich, wenn du gesund gewesen wärst, 1000 Mal besser machen können, aber das waren jetzt schon 99,99999999% perfekt. Sehr, sehr gut. Danke. Ihr hattet ja leider nicht so viel Zeit zum Trainieren. Ne? Schauen wir mal, ob das die Jury genauso sieht. Die Fans sind alle einer Meinung. Ja? So schön. Der Name in Regenbogenfarben, ne? Es ist beeindruckend, welche Stimmung du hier in diesem Studio entfachst. Das ist wirklich toll zu sehen und toll zu spüren. Es ist heute eine interessante Sendung, weil wir sehen heute Außenseiter, die sich mit unerwarteten Performances ganz nach vorne katapultieren. Wir sehen heute auch Favoriten, die eher Zwischen- und Seitenschritte statt Fortschritte machen. Und für mich bist du eher einer der zweiteren Sorte, nämlich ein Favorit, der heute sehr, sehr solide abgeliefert hat, aber so richtig nach vorne gebracht hat dich dieser Song nicht. Und ich... Philipp, du machst ja heute keine Freunde. Ich bin nicht hier, um mir Freunde zu machen, sondern um euch weiterzubringen. Jonathan, schau, dieser Song lebt von dem Glamour, den Adam Lambert ausstrahlt. Und diesen Glamour hast du nicht. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber, und das finde ich ganz, ganz großartig und davor ziehe ich meinen Hut, du hast diesen Song gesanglich total am Punkt abgeliefert und du hast wirklich das Beste draus gemacht. Und das ist genau das, was man auch mal in einer Favoritenrolle in einer Show machen muss. Also, danke, sehr, sehr gut. Vom Publikum und von deinen Fans, denen er begegnen könnte in einer dunklen Gasse oder vielleicht in einer ORF-Garage. Oder er hat Angst vor Jonathan, man weiß es nicht so genau. Sicher Mario. Von mir. Ganz sicher. Sieht das so gefährlich aus. Jonathan, letzte Woche hast du schon wieder gezeigt, das erste Mal für mich wirklich auf der Bühne, dass du die Sau rauslassen kannst. Und ich muss die Sau noch einmal in diese Sendung reinbringen. Heute war das genauso wie letzte Woche und du wirst immer besser. Und immer stärker auf dem Weg nach oben. Ein bisschen wilder könnte es noch sein. Eine Wildsau. Die Wildsau das nächste Mal, ja? Ansonsten, sehr gut. Alle Schweinler und dann Freund. So, liebe Fans. Es war ja hoffentlich nicht der letzte Auftritt von Jonathan heute Abend. Aber es liegt dann natürlich an Ihnen zu bestimmen, wer weiterkommt und wer nicht.